Liebe Zuschauer, im Essener Norden sind die Zechen schon lange geschlossen. Für Jugendliche gehören abgebrochene Lehren, Arbeitslosigkeit, Drogen und Alkohol schon zum tristen Alltag. In der stillgelegten Zeche Karl in Altenessen treffen sich die Kids aus der Gegend. Hier können sie ungestört ihre Thrash-Musik machen. Thrash ist eine Mischung aus Heavy Metal, Rock und Punk. In der Reihe der Dokumentarfilm präsentiert Thomas Schad die Thrasher und ihre harte, aggressive Musik den rebellischen Ausdruck ihrer tiefen Unzufriedenheit. Also Kanab liegt hier so ein bisschen hinterm Busch und dann zieht sich das rum bis da zum Kraftwerk. Es liegt alles ziemlich hinter Bäumen verdeckt, Kanab, also ist ein ziemlich kleiner Ort. Und die Bäume sind da höher als die Häuser. Wie würdest du den Kanab beschreiben? Was ist denn für dich Kanab? Oh Mann, das kommt jetzt schon wieder. So eine Frage kommt jetzt schon wieder so plötzlich, dass man eigentlich, obwohl man da so lange gelebt hat oder lebt, gar nicht richtig weiß, was man dazu sagen soll. Naja, was ist Kanab, wenn ich da jetzt so dran zurückdenke? So als kleiner Junge so, dann war es natürlich die Welt, ne? Also weiter als Kanab, das war schon riskant. Man wusste ja nicht, was dahinter ist, ne? Und heute, was ist Kanab für mich? Ja, in erster Linie mal da, wo ich wohne, ne? Da, wo meine Eltern wohnen. Ob ich da sterben möchte, das weiß ich nicht. Das stellt sich in Zukunft noch raus. Das ist halt eben der kleine Vorort von Essen, wo ich bis jetzt sehr gern gewohnt habe. Und die stehen alle hinten rum gegangen, ne? Wir waren noch nicht unten. Mama, Mama, was ist da auf die Suche? Zeche Karl, Altenessen. Auf dem Gelände der stillgelegten Zeche trifft sich eine Gruppe Kids. Mille, Bob, Schenz, Paco, Rafa, Stony und andere. Sie kommen aus Altenessen und Karnap, zwei Stadtteilen im Essener Norden. Hier sind sie groß geworden, in denselben alten Zechensiedlungen zusammen aufgewachsen. Ihre Väter arbeiteten früher vor Kohle, unter Tage. Die Kids nennen sich Thrasher. Und Mittelpunkt dieser Szene ist die Thrash-Metal-Band Creator. Thrash ist eine Mischung aus Heavy Metal, Rock und Punk. Und die Thrash-Musik von Creator ist der Ausgangspunkt zu diesem Film. Das ist leer. Das wollte ich machen. Wir haben mal erzählt, bei ein Stück, dann habe ich gesagt, ja, hier die ARD-Leute. Die haben auch noch, waren auch noch dabei. Voller Alarm. Ja, wo der Papa gesagt hat, und jetzt ein Auto noch hier. Thrash ist der Rock'n'Roll der 80er Jahre. Aha. Schau es mir noch an. Ja. Halt die. Was? Ja. Komm her, warte. Ja. Auf unserem neuen LP Extreme Aggressions ist ein Stück, das geht gegen Plastikmenschen, die sich die ganze Zeit nur Plastikmusik reinziehen. Ist auch gegen die Leute, die versuchen,
Bands auszunehmen und ist auch gegen die Leute, die versuchen, Bands glatt zu machen. Es ist gegen Bands, die vorher in den Schminktopf fallen müssen, bevor sie auf die Bühne gehen. Und es ist auch gegen Bands, die alles für Geld tun und für Geld ihre Seele verkaufen. We say fuck that! Let us all hate us! Try to tell us what is right for us. We don't give a fuck anyway. Try to steal imagination from us. Believe that we will never be trained, never be trained. The past is gone too. Suck us up away. Must have never been trained. Try to do it today. Not to mind. Not to make a compromise. Just to make a deal. Not to cause any fight. Stop it on feeling energy or aggression. Money, hungry, brains are not for the heart. Fortune, fame and glory are the obsession. Fame and death, music, life to art. Was ist euch denn wichtig im Leben? Freiheit. Freiheit, was verstehst du denn unter Freiheit? Ja, irgendwo, was ich. Dass ich das so ziemlich machen kann, was mir Spaß macht, ohne dass andauernd irgendwo Druck herkommt. Von irgendeiner Seite, ob von Eltern gesehen oder ob von meinen Mitmenschen und von der und denen. Einfach nur das machen können, was ich Bock habe. Ohne dass andauernd irgendwo so ein Nippel kommt von der Seite, so, das geht nicht, das geht nicht. Sich in keine Schublade reinzwingen. Ja, eben. Man so würde sich so entfalten, wenn man Bock hat. Wenn ich Bock habe, hier, auch wenn mitten in der Woche ist Mittwoch, wenn ich Bock habe, mir einen zu trinken, weil ich eben irgendwie gut drauf bin, weil ich gerade einen Scheck gekriegt habe oder sonstiges, dann habe ich Bock, mir einen zu trinken. Fertig. Hat keiner zu sagen, ihr guckt dir den Assi an. Du musst morgen arbeiten, echt, du kannst jetzt nicht in der Woche. Ja, Ort eben. Also Klamotten, die dann immer wieder kommen. Du musst arbeiten, weil er Geld verdienen muss. Und Geld muss haben, um zu leben. Ja, und ohne Geld bist du nichts. Nichts. Und das finden wir eigentlich nicht so gut, dass das so ist, dass man das haben muss. Aber dass man nur nach dem Aussehen geht. Das Geld, was hat denn das für eine Bedeutung? Boah, boah. Ohne Geld. Geld, Geld regiert die Welt. Das ist ja der Scheiß. Da bist du so ein Typ wie ich jetzt oder wie er und irgendwelche sitzen an der Macht, die können sagen, du hast 12.000 oder 10.000 Mark Schulden und du musst zusehen, wie damit fertig wirst. Wer fragt denn danach, wie ich mit meiner Kohle zurückkomme? Auf den PDF!
Was machen Sie so jetzt tagsüber? Gar nichts. Gar nichts. Trinken, wenn ich Geld habe. Ja, das ist die Wahrheit doch. Wie viel Geld haben Sie denn im Monat? 400 oder 500 Mark im Sozialamt. Kann man denn davon leben? Doch. Wenn ich ein paar Flaschen Bier trinke, dann brauche ich nicht mehr essen. Ja. Was ist denn für Sie das Ruhrgebiet heute? Nicht mehr, was früher war. Ich bin 59. Früher im Ruhrgebiet war es anders. Da waren die Zechen, waren die Zechen alle auf und jetzt ist da gar nichts mehr. Und mit 59 Jahren kriege ich keine Arbeit. Ich bin seit 74 Stunden arbeitslos. Und mit meinen 59 Jahren, ich werde 60, da kriege ich auch keine Arbeit mehr. Ich mache jetzt noch einen Monat Zivildienst und dann fällt mir gar nichts ein im Moment. Als ob ich noch dasselbe oder so, ja. Keine Ahnung, ich habe früher eigentlich auf Zeche. Na, was für eine Zeche? Zeche Nordstern, Zollverein. Jawohl. Und was das macht? Ein Bergmechaniker. 3 Jahre. Erzähl mal, was das für eine Arbeit ist. Ziemlich das Härteste. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht mehr richtig vorstellen, dass ich das früher mal gemacht habe. Bist da irgendwo 1000 Meter in so ein Loch, in so ein Streb, direkt vor Kohle und bist da am Rumschöppen wie so ein Idiot mit 6 anderen. Da rottert so ein Riesenteil an dir vorbei, reißt die Kohle in Brocken runter. Du siehst nichts mehr und kniest da im Dreck und schöpfst weiter. Ungelogen. Was war denn das für ein Tag? Kannst du mir so einen Tagesablauf erzählen? Ein Tag? Ja, ich habe immer Wechselschicht gehabt. Mittagsschicht, Frühschicht, 18 Uhr Schicht. Was? 18 Uhr Schicht fährst du eben abends an, fährst nachts 3, 4 Uhr raus. Mittagsschicht fährst du eben um 12 Uhr runter, wenn die Sonne am Himmel steht. Kommt es abends drauf, wenn sie runtergeht. Schwarz wie eine Sau. Stoney war der erste Manager von Creator. Er hat der Band ihren ersten Plattenvertrag verschafft. Jetzt fährt er ab und zu mit auf Tour und verkauft T-Shirts. Rob, der Bassist der Band, hat seine Lehre als Maler kurz vor der Prüfung hingeschmissen. Er will Musiker werden. Peppy hat früher auch in einer Thrash-Band gespielt. Seine Lehre hat er zusammen mit Rob vorzeitig beendet. Jetzt jobbt er ab und zu in diesem Getränkemarkt. Psycho sucht zurzeit nach Arbeit, Lerche schafft am Bau. Chenz, Paco und Rafa gehen noch zur Schule. Den Kids im Essener Norden wird zurzeit nicht viel geboten. Die Zechen sind zu und die Stadt befindet sich wirtschaftlich und kulturell im Umbruch. Das Ruhrgebiet sucht eine neue Identität. Wie viel Geld hast du schon im Monat? 800. Zivilgeld. Mhm. Und wie verteilen sich dann so deine Kosten? Also ich meine Miete und sowas? Jeden Monat anders. Ich versuche es so gut zu bewältigen wie Geld. Aber muss ich noch sagen, dass meine Tante mich auch manchmal ein bisschen unterstützt. Also die unterstützt mich sehr, auch mit der Miete und so, das muss ich auch sagen. Aber ansonsten versuche ich halt mit den 800 Schleifen zu machen, wie geht eben halt. Und das ist manchmal echt ganz schön chaotisch. Vor allem mit Auto und so. Und dann kommen die Kosten, kommen einmal große Kosten im Monat, dann kannst du schon gar nicht mehr viel machen. Und deckst du die 400, 500 Mark, damit hast du gerade noch 200, 300 zum Leben oder so. Kommt, wie es kommt.
weil ich ja auch noch Auto dabei fahre. Ohne Auto wäre der Scheiße. Und was macht man dann so den ganzen Tag, wenn man Zeit hat? Sich treffen, gemütlich machen. Baggersee fahren oder im Garten grillen oder eben öfters Bierchen trinken und so angenehm machen wie möglich den Alltag. Ja. Ja, manchmal ist es auch langweilig. Ja, das stimmt. Ich meine, ich denke nicht großartig an der Zukunft, weil so wie es jetzt alles aussieht, ist das ja wohl alles ziemlich dunkel, so für die Zukunft. Man sollte sich die nächsten 10, 20, vielleicht 30 Jahre so gut machen, wie man eben drauf ist, jeder für sich. Ne? Ich meine, ich höre mir meinen Sound rein und will dementsprechend ein cooles Leben führen, so einigermaßen, ohne überall Druck herzukriegen. Also. Ich bin mir sicher, einige von euch da draußen kennen die Wörter zu diesem Song. It's time to raise the flag up! It's time to raise the flag up! Mann, wir müssen zu leid. Wir können es noch viel lauter. It's time to raise the flag up! It's time to raise the flag up! Ja, geht so, ne? Ja,
Nee, da muss man auf einen guten großen Feuer. Auf einen guten großen Feuer? Ja. Was ist denn das? Harte und leichte Drohung. Wer will denn das mal ein bisschen? Drohung, mit dem man leben kann und Drohung, mit dem man untergehen kann. Kann ich das mal ein bisschen genauer erklären? Ich meine, also, das ist schlecht zu erklären. Wenn, ich kenne Leute, die rauchen seit 3, 4, 5 Jahren und länger. Und die sind noch ganz normal drauf, so wie ich oder wie jeder andere auch hier. Aber es gibt Leute, die ein bisschen halt labiler sind, die halt nicht so gut verpacken und vielleicht ganz andere Gedanken dazu haben, wenn sie die nehmen oder so. Und die kommen natürlich auf härtere Sachen, die werden irgendwie durch dann auch verleitet, sind gleichzeitig auch dann dadurch eben, weil sie labil sind, ein bisschen anfälliger und die stürzen dann natürlich ein bisschen schneller ab. Man muss schon ein bisschen Selbstbeherrschung haben, wenn man Drogen nimmt. So sehe ich das auf jeden Fall auch bei den meisten Leuten, die ich kenne. Denn die ich seit 50 Jahren kenne, die sind alle gleich geblieben, auch wenn sie mal... was heißt jetzt großartig Drogen? Ich zähle Haschen nicht zu Drogen, so wenn du auf ein Konzert gehst und irgendwie, dann ist das ein gutes Feeling halt. Aber ich kenne auch Leute, die sich da jeden Abend in der gleichen Ecke abhocken und bei denen überhaupt nichts mehr abläuft den ganzen Tag über. Man muss da schon, ja, also ich sage immer ein bisschen Selbstbeherrschung oder so. Ich weiß nicht. Was sind denn für euch Drogen? Also ich meine jetzt Drogen. In dem Sinne, dass das Heavy Drogen, das sind keine Drogen. Ein bisschen Drogen, alles was pulverig ist, also feste Form zählt für mich nicht. Ein allgemeiner Drogen wird als alles gezählt. Alkohol ist eine Droge und. Ja, also ja, wieder ein ganz anderes. Hier habe ich mich interessiert, wie ihr das seht. Also Alkohol, die Volksdroge, ist total schlimm, finde ich. Nee, also ja, ich kenne viele Leute. Lass ihn nochmal reden. Entschuldigung. Also ich habe viele Freunde, die zum Beispiel so handmäßig was drauf haben. Die können zum Beispiel gut zeichnen oder sonst was. Aber ich gucke den ganzen Tag zu, wie die besoffen da irgendwie schon, was weiß ich. So, die trinken und freuen sich darüber, dass sie betrunken sind und so. Das ist auch schön, ich habe auch mal getrunken. Und wenn ich keine kaputte Leber hätte, würde ich jetzt vielleicht noch immer trinken. Aber durch die kaputte Leber bin ich eben dazu gekommen, dass Alkohol auch eine schlimme Droge ist. Also Schnaps würde ich mit Heroin vergleichen oder so, das ist nicht mehr... ja, echt. Was cool. Bist du denn drauf? Ja, das auf jeden Fall. Das macht erstens aggressiv und zweitens merken die Leute gar nicht, dass sie da irgendwie... ein bisschen anders sind, sondern lassen sich von dem Alkohol zu allem verleiten nehmen. So. Man ist so zugenebelt, dass man... Ich kenne das, ich war das selber. Du hast auch mitgesoffen wie ein Einer. Von den paar hundert Drogentoten im Jahr, da machen sie ein Riesenaufsehen, der so und so viel zu Drogen tot in Essen, aber von den zigtausend Alkoholtoten im Jahr, da redet kein Mensch von, verstehst du? Das ist echt total die Härte. Ja, Sven, das staunt so. Ey, so. Kann er doch nicht so machen, habe ich gesagt, er kann es schon gut. Ja, oder Pippi mit einem Schaf. Mit einem Schaf aber auch noch. Ein Schaf oder hier ein Schlachtefoto und wir standen da eine Tür so. Oh. Hier drin wurde er geschlachtet, hier drinnen. Mit so einem dicken Hammer. Da stand so ein Schaf da. Als Kinder draußen. Kubana hat mir so wehgetan, weil er war eben unser Schaf. Ja, komm, warst du selbst schuld. Mein Schaf. Kubana, ey. So beliebt, weißt du? Echt irgendwie so beliebt. Also warum wurde er umgebracht? Der Kubana hat ihn interessiert. Was ist das denn Box? So. Der hat seinen Vater so mitgenommen und hat die Seen raus. Was war der Kampfadern rausgekriegt hat? Und dann hat er ihn nicht getraut, bei sich schlachten zu lassen, dann stand sie hier und ich und Pippi am Heulen da. Das Abend kam neben so ein Hammer und dann als Kinder, Junge-Ecke. Und dann hat irgendwie mein Vater, wir haben nur gesehen, das Schaf ist drin, wir wussten, er wird geschlachtet. Wir wussten aber nicht wie. Also, du hast nur gehört, ein Knall. Paff! Also, dicken Vorschlaghammer. Voll auf den Schädel. Paff! Und du hast nur draußen gehört, als Kinder so, weißt du, oh, das arme Schaf, weißt du, so. Aber, und am nächsten Tag hast du gefressen zu Hause. Echt, mein Gott, echt. Was wurde das dann auch gegessen? Ja, sehr.
Hier und bei dir im Garten haben wir auf jeden Fall unsere Kinder. Die wir nur einfach auf Wiese gespült haben, hier mit Wasser, mit dem Wasser. Jeder Wasserballons und mit einem Schlauch am Rumspritzen und so weiter. Dann kommt der Vater vorbei. Der Rasen ist gerade frisch gesät worden. Gib ihm, aber wie? Echt Schläge kriegt. Nur als Kinder kannst du nicht wissen, was los ist. Du weißt es nicht. Aber dass du Schläge kriegst, Schläge ohne Grund irgendwo, ne? Ich bin immer abgehauen. Das war echte Sauerei. Also als Kind echt. Kannst du auch sperren, echt fuck. Hey! Besuch bei Peppis Vater. Das ist ja echt fuck. Ich mache Dominik. Oh, das kann ich gebrauchen. Schon immer, so lange. Und die waren im Krankenhaus? Die waren im Krankenhaus? Ja, gut. Ich wollte mal besuchen kommen, aber ich war auf Tournee. Ja. Ich war weg. Ist besser geworden? Ja, haben wir jedes Jahr noch. Und du? Normal arbeiten. Zivildienst, wie immer. Ja. Oh, jetzt sind wir rote Hand. Dürfen wir denn so stark? Ja, ich denke, ja. Auch nicht. Und im Endeffekt war so einiges, wirklich scheiße. Du musst aber die Zeiten zurückdenken. Man hätte wirklich anders denken können. Ich verstehe alle Alten, irgendwo Pfarrer und so weiter, das gesehen. Ich verstehe die Generation, weißt du? Ist ja irgendwo viel, ja, die sind auf unserem ganz anderen Niveau groß. Verstehst du, die haben früher auf Zeche mal auf, wir haben 1000 Kinder großgezogen, wie sollen die denn sein? Ja, die haben ganze Fußballscheiben. Jetzt hast du zwei Kinder oder was? Dann siehst du die Großen. Ich geh kalt rein. Jo, Alter. Wir haben 1000 Kinder. Ja. Ey, weißt du, ist immer ein Freund. Vertrauen ist hier, finde ich, irgendwo. Naja, es wird vieles gesagt, aber... Hier, das ist so der Schrieb hier vom Kanab. Wo das hier mit der Hektik in Kanab war. Ja, das war, kam ja mit der Story gar nicht zu Ende von gerade. Verstehst du, wo die Hektik dann da war? Und dann stand das jetzt in der Zeitung. Einmal zwei Tage später, bevor wir auf Tour gefahren sind. Das ist die Story für die Zeitung von der Fete. Heißer Empfang... Heißer Empfang, nehmen wir noch einen Schluck Zielwasser. Heißer Empfang für Funkstraße. Von etwa 30 feiernden, aber Renitenten heißt, glaube ich, schnell übergehen zur Gewalt. So, die Polizei wurde die Funkstreife nachts in einer Wohnung an der Kaiserwerthstraße, ja, ein weiter Empfang, wo sie nach mutmaßlichen Autodieben suchte. Mit massiven Faustschlägen und Tritten wurden die Beamten an der Wohnungstür zunächst von einem 22-Jährigen begrüßt. Angeforderten Unterstützungskräften stellte sich ein 17-Jähriger handfest entgegen. Drei junge Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Hauptwache gebracht. Verfahren wurde eingestellt wegen Nichtigkeit. Became too extreme to be captured.
Russian! My Russian! We came to waste to be done by the doctor! Aggressiv kann man nur auf einem Arbeitsamt oder auf irgendwelchen Ämtern werden, da werde ich dann richtig aggressiv. Wenn man auf einmal wirklich damit konfrontiert wird, du bist nur der, der bist. Wenn du jetzt hier in Altenessen oder in Kanab rumfährst und darum machst oder mal Ärger mit den Bullen hast, wegen über Rot oder zu schnell, das geht alles noch. Aber wenn du das erste Mal davor stehst und merkst, der hat jetzt auch einmal den Hebel drauf, zum Beispiel stehst am Arbeitsamt und der sagt, da fehlt noch das und das, gehen Sie mal nach Hause, holen das, und du hast da gerade 2 Stunden in der Schlange gestanden, kommst rein, nur in so einen Raum, der sagt, ist nicht, und du kannst wieder gehen, kommst gar nicht nach oben, um deine Scheißakte endlich loszuwerden. Sowas macht einen schon eher aggressiv. Oder wenn abends dich Polizisten anhalten, machst einen Alkoholtest, hast 0,0 und die versuchen trotzdem, dir irgendwas anzuhängen und finden dann meistens auch was. Das löst Aggressivität aus. Wenn du dann abends nach Hause kommst, dir eine Scheibe auflegst, am nächsten Tag aufstehst, hast du das irgendwie mal vergessen. Irgendwie wieder vergessen, aber es kommt ja immer mehr und immer mehr merkst du, dass... Man staut sich alles irgendwo. Also früher mussten die Menschen viel mehr arbeiten. War auch andere Zeit früher. War da alles kaputt, da war mehr Arbeit, da haben wir keine Arbeit mehr. Für eine Mark kann haben sie mehr gekriegt, gehen. Als wie jetzt für eine Mark. Ne, stimmt das nicht? Stimmt das nicht? Nee. Ja, er will doch wissen, was ich von der CDU? Nee. Wollte ich gerade sagen. Von der CDU könnt ihr uns umdrehen und ab. Ja. Die sind da ein bisschen anderer Ansicht. Die sagen, früher war es besser wie heute. Ja, sicher war früher besser wie heute. Ach du, ja. Was war denn früher besser? Wir haben für unser Brot arbeiten können, heute nicht. Heute kneppen sie uns unsere Rente noch weg. Was sind über 300 Mark, was ich von meiner Rente abgeben muss. Für was? Für die Krankenkasse hier, für die Abzüge, was sie uns nehmen. Das ist ja kein Geld, das sind knapp 400 Mark. Wie viel haben Sie denn insgesamt im Monat? Ja, das fragt man Toten. Aber keine Lebendigen. So fragen wir die Leute aus. Ja. 2,50 Mark. Nee, also es ist schon ja. Ein bisschen hart. Wenn ihr von der CDU kommt, dann kehrt ab. Machen wir nicht von der CDU. Keine Angst. Ihr habt doch von der CDU noch nie Angst. Keine gehabt. Politik. Was gefällt Ihnen denn nicht an der CDU oder an der Politik heute? Nein, ich weiß, ich kenne das. Kurz vor der Wahl, ne? Was haltet ihr denn von Politik? Nun, eine ganze Menge, wenn es einigermaßen gut wäre. Nun, was soll ich dazu sagen? Die Politik, ich meine, da ist ziemlich viel schief gelaufen und die reden alle irgendwo mehr oder weniger irgendwie lange Texte und ich verstehe die meistens gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Warum? Weil eben, ich verstehe gar nicht, was er am Anfang sagt und was er am Ende dabei rausgekommen ist. Also ist da irgendwie eine Schwierigkeit für mich. Wie ist das bei euch, bei den anderen? Also Politik interessiert mich gar nicht. Ich weiß nur, dass Kohl Bundeskanzler ist. Ja, aber nicht so viel Ahnung von Politik. Warum interessiert euch das denn nicht? Weil ich Schwachsinn ist. Weil er sowieso unnötige Gedankenverschwendung. Weil er guckt oder nicht guckt. Das kann man nicht so viel dran ändern, würde ich sagen. Ich kann gar nichts dran ändern. Immer rein. Entschuldigen Sie, können Sie mir mal ein bisschen genauer erklären, gegen was hier demonstriert wird? Ja, gegen den Weiterbau der A52, so wie die Stadt Essen das vorhat oder die Planer hier von Essen. Das ist. Jetzt weiter. Wir wehren uns dagegen, also dass dieser Stadtteil also gevierteilt wird. Und wir wehren uns auch dagegen, dass die Grünanlagen, Gärten und sonst dergleichen oder Häuser weggerissen werden, also nur für einen Autobahnbau. Also das finde ich ein bisschen zu weit. Man kann heutzutage schon ganz anders bauen. Wo wohnen Sie denn? Ich wohne hier auf der Frillendorfer Straße. Wie lange? Ungefähr 35 Jahre. Was waren Sie denn vom Beruf? Ich war Bergmann, jetzt habe ich da unten meinen Garten und jetzt möchte ich auch meinen Lebensabend da unten noch verbringen. Wie lange waren Sie denn Bergmann? Ich war nur 20 Jahre unten. Unter Tagebau? Ja, unter Tage als Hauer. Ja. Und ich möchte doch noch meinen Lebensabend also so gemütlich verbringen.
nicht wie hier, also in diesem Stress. Ist ja Tag und Nacht immer dasselbe hier. Die alte Spiel. Ja. Soll ich das mal sagen? Ja, logisch. Ja, logisch. 61, warum? 61. Ja, was denn? Das ist der erste Demo, an der Sie teilnehmen. Ja, nee, schon öfters. Ja? Und was gegen was wird da immer demonstriert? Immer wegen der Straße. Was denn, die wollen uns hier rausschmeißen. Unsere Häuser werden da abgerissen. Da nimmt ja keine Rücksicht drauf. Ob die alte Leute sind oder nicht. Stuttgart oder so, da geht keine Stadtautobahn über der Erde. Ob soll die hier über der Erde gehen? Und ob die überhaupt notwendig ist, ist die nächste Frage. Wie alt sind Sie denn? Ich? 65. Und was waren Sie vom Beruf? Bitte? Was waren Sie vom Beruf? Miet. Also, wir können uns da mal zusammensetzen und im Garten oben, da können wir mal darüber. Ich könnte das organisieren. Machen wir, ja? Ja, können wir machen. Okay. Wollen Sie aufschreiben, meine Adresse? Ja. Alter, ist Rechner? Rechner wie der kleine Computer. Jetzt muss man sich ja das vorstellen, jetzt kommen ja hier dann die Schleifen. Und da unten auch eine Schleife, also für Ab- und Auffahrt. Die Frillendorfer Straße soll angebunden werden, wo die Frillendorfer Straße sowieso schon stark belastet ist und abends um 6 Uhr der Stau sowieso bis zum Rathaus geht. Ja, also ich verstehe das nicht. Ich kann das einfach nicht kapieren. Ein Baum ist doch mehr wert als wie eine Autobahn. Beton kann ich überall hinsetzen, ja, aber ein Baum doch nicht überall. Geht's darum, wie man die Erde mit Gift vernichten kann. Hier ist Toxic Trace. Ah!
human race as a sacred child. Welcome to my toxic time. Kann man jetzt schön sehen, dieses Haus, dieses und die hier vorne, die kommen alle weg. Die müssen weg. Also das ist auch schon wieder, wenn Wohnungsnot ist und hier die Leute müssen einfach raus und müssen wieder Wohnungen suchen. Die wohnen alle schon 30, 40 Jahre hier drin. Ich finde das nicht gut. Ich jung war, ach du lieber Mann, wir hatten ja nicht so viel Angebote, aber unser Ziel war schon vorausberechnet. Ja, und so, was habt ihr denn so in eurer Freizeit? Ich meine, habt ihr da auch mal einen drauf gemacht oder was habe ich denn damals so ausgemacht? Nein, wir haben ja noch damals das braune Hemd. Ja, also wir wurden ja noch ganz anders, wir haben andere Ideale gehabt, ja, und das alles, das war alles Mist, ja, und ich möchte darüber also gar nicht so viel sagen, aber ich kann nur sagen, viele in meiner Generation haben nichts dazugelernt. Ja, mehr möchte ich darüber nicht sagen. Ja, also, trotzdem finde ich meine Jugend auch schön. Ja. Die war sehr schön, sogar schöner als wie die heutige. Was war denn da schöner als heute? Als ja, ich konnte tanzen gehen, brauchte kein Geld. Ich konnte was unternehmen, ich brauche kein Geld. Heute muss ich immer Mammon haben, immer Geld. Geld ist alles, das A und O. Und das war zu deiner Zeit anders? Nein, das war zu meiner Zeit, da bin ich bis nach Donauwörth gelaufen, also bis nach Bäumheim gelaufen oder sonst was. Das waren 6-7 Kilometer, sind wir tanzen gegangen. Um 1 Uhr nachts sind wir nach Hause. Das war prima. Was für Musik habt ihr denn damals gehört? Ja, Swing, Foxtrot, ja. Walzer auch, also da tanze ich heute noch nicht gerne Walzer, ja, also die Umdada-Musik, wenn ich ja nicht, bin ja ein bisschen für flotte Musik, ja. Ja? Ja. Ja.
Machst du mir einen Kaffee? Bin so geschafft. Guck mal gerade das. Ja? Das gab's. Mein Kaffee wollte, ja. Okay. Oh, wir haben Bestellung gezahlt. Was hast du bestellt? Echt? Ja, gehen wir heute. Marina, Frau Mutter. Sie meine, können nicht leben von Ihrer Musik? Nee, bis jetzt nichts. Warum nicht? Ja, warum kriegt nichts? Wieso der Robby verdient doch gut? Ja, aber wo denn? Wo kriegst du? 2000 Mark im Monat. Jo, ein Jahr, jo. Mensch, ja. Was Sie meinen, der Manager, der verdient und die Musik der nicht? Aber 100%. Aber 100%. Der Bubi hat das Geld. Aber die nix. Aber die paar Flöte kaufen noch Instrumente, das ist alle. Wann Und da fangen wir wieder zu drehen, was?
Kein Geld für Zigaretten. Verstehe mir nichts. Komm, ist genug, Mensch. Fans, was meinst du dazu? Kann man da leben? Kann man Musik machen? Na klar. Man sieht die Welt. Man hat seinen Spaß. Kann alles machen. Solange Papa da ist, dann ist alles klar. Aber von der eigenen Geld von der Musiker, ne? Da gibt keine trockene Brot. Arbeit macht das Leben. Also, das stimmt. Arbeit im Leben ist süß. Süß die Maschinen. Was geben denn Sie Ihren Kindern nach für einen Rat mit auf dem Weg? Soll arbeiten gehen, genau wie ich. Und sein Geld verdienen. Ach, was sagst du nur dazu? Zu was? Dein Vater sagt. Ich bin dagegen. Ist mir egal. Vollkommen. Ja, die Kinder zu Verlauschen leben auf meine Kost. Und ja, erst einmal, die sind noch klein, ne, geht in die Schule und so, ne, da kann man noch nicht verlangen. Ne. Mhm. Und alle sind verheiratet, nur die drei sind bei mir noch zu Hause. Ne. Außer Robert, manchmal ja, manchmal nichts. Ne. Mhm. Herr Fioretti, was ist denn für Sie das Ruhrgebiet? Wie meinst du jetzt? Was für Sie das Ruhrgebiet ist? Ist das für Sie eine Heimat oder wie kann man das sagen? Ja, ich will sagen, bin ich jetzt schon über 30 Jahre hier. Mhm. Aber meine Heimat ist immer Italien, das ist normal. Ja? Ja, das ist klar. Woher kommen Sie denn? In Abruzzo, bei Aquila. Mhm. An der Nähe von Gran Sasso d'Italien. Schöne Ecke. Ja? Ja. Schöner wie hier? Oh doch, ich will sagen, wenn ich sage, Sonne, Scheine, Berge, Luft, was alles da ist. Ja? Da fehlt gar nichts. Die Zeche Karl wurde vor 30 Jahren als erste Zeche im Ruhrgebiet stillgelegt. Ende der 70er Jahre hat eine Altenessener Initiative das Gelände besetzt und ein Kultur- und Jugendzentrum eingerichtet. In den Kellerräumen befand sich früher die Ausbildungsstätte für zukünftige Bergmänner. Jetzt werden sie als Übungsräume genutzt. Creator probt hier ihre Musik, genauso wie andere Bands aus dem Essener Norden. Hier treffen sich die Kids, hier sind sie unter sich und können so ungestört mit ihrer Musik leben. Ich komme ja aus Spanien, mein Vater kommt aus Andalusien, da ist ja der Flamenco entstanden, wo durch die Mauren früher, wo sie in Spanien waren, auch arabische Einflüsse, der Flamenco und jüdische und so weiter. Und speziell in Granada, da wo mein Vater herkommt, gibt es viel Flamenco. Und dann war ich mal im Urlaub da und so, und dann habe ich viele Leute kennengelernt. Und da habe ich auch ein bisschen Gitarre spielen gelernt und so. Und hier in Deutschland durch den Macareno. Und speziell, weil ich Spanier bin, habe ich mich sehr für die Musik interessiert, also Flamenco. Also praktisch durch Spanien, so gesagt. Und wie alt bist du? Ich bin jetzt 15. Und was machst du? Ich gehe aus der Schule, zur Hauptschule in der 8. Klasse. Und was willst du mal werden? Wenn es klappt, ich versuche weiter Gitarre zu spielen. Und wie ist es denn so für dich? Jetzt, wie stehst du denn so zur Trash-Musik? Du kennst ja auch alle Leute hier. Ja, sicher. Gut? Ja, klar, ist zwar eine ganz andere Musikart, aber ich bin halt vielseitig. Also beschränke mich nicht nur auf eine Musikart, zum Beispiel Flamenco oder so. Ich höre mir viele Sachen an. Ich
aber ich finde das gut, was die Leute machen. Kannst du denn sagen, was dir an der Trash-Musik so gut gefällt? Ja, also nicht, dass tatsächlich nicht so soft, also man hört schon richtig so die Wut, die dahinter steckt, und da ist auch nicht leicht zu spielen und so. Die Musik gefällt mir halt so auch. Ist es auch so ein Lebensgefühl, was du auch so hast? So steckt es da so mit drin? Ja, also nicht immer. Ich bin nämlich ganz verschieden. Einige Tage bin ich sensibel, einige Tage bin ich mal anders drauf. Also, kann man schon sagen, ja. Okay, na dann ist ja auch öfter sicher. Dann ja. Spiel noch ein bisschen, wenn du Lust hast. Ja, okay. Gefangen wie die Indianer damals dachten, wenn sie fotografiert wurden, wollten sie ihre Seele wieder haben. Da sind die zu dem Fotografen hingegangen und haben gesagt, komm Alter, rück das Foto raus oder ich nehme dein Skalp. Bisschen selbst angeeignet, weil ich nur in der Gehör, ne? Also das ist keine große Musik. Da kann man sich nur so anhören, indem man so ein bisschen zusammensitzt und so weiter. Der Bruder von Rob trifft sich mit Paco und Rafa auf der Zeche Karl. Die drei gehen noch zur Schule. Später wollen sie Musiker werden. Hey, hör auf,
Ja. Wie so ein Affe. So, wohin gehen wir denn jetzt? Emscher-Schule, ne? Emscher-Schule. Emscher-Schule? Ja. Wo ist das? Ja, genau da, also. Dann müssen wir uns wieder einen Stein aufbauen. Ey, was sind Tiere drin? Beißen Krokodile. Krokodile. Was sind Krokodile? Gehen wir da weg? Krokodile. Koko. 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 Raffo. Koko. Früher war hier viel, am Bauen, waren sie hier, neue Häuser hinten und so. Und hier eigentlich, wir haben nur Mist gebaut. Wir haben Klingelmännchen gemacht, haben nur Mist gebaut, haben Autos rumgespielt, Bäume hochgeklettert, Baustellen, die neu, wo sie Zement drauf getan haben, die Steine drauf haben wir weggehauen, sie am nächsten Tag wieder gut zu arbeiten haben. Wir haben uns meistens immer Leute hinterher, sind uns gerannt, ach alles. Wir haben früher gebraucht, wir haben nur Mist gebaut. Ja, von morgens bis abends. Morgens bis abends. Und dann hier, wir haben wahrscheinlich drauf, haben wir gegen die andere Straßenseite Fußball gespielt, ne? Und dann, wenn wir verloren haben, dann haben wir die mal verkloppt. Und wenn wir gewonnen haben, ja, dann durften wir den Kasten Cola bezahlen oder irgendwie sowas. Ich war halt immer voll lustig. War auch nicht Langeweile irgendwie so jetzt. Ja, jetzt sind. Wie, jetzt sind es langweiliger oder wie? Nicht langweilig, aber alles irgendwie neue Zeit. Abgestorbener. Wir sind älter geworden. Ja, genau. So wie früher haben wir. Früher haben wir nur gedacht, spielen, spielen. Heute denkt man nur Musik. Ja, und dann noch so was. Ja. M. Ja, was denn? So ist er. Umso älter man wird, umso weniger Spaß hat man. Ja, vorne kommen wir uns nicht in die Tüte. Nein. Komm nicht in die Tüte, warum nicht? Ja, schwul sind, ich meine. Na, er bringt nur Stress und musikmäßig geht er auch nicht. Ab und zu mal eine, aber. Ne? Ab und zu mal eine? Nur mal so, ne? Nur mal so, zum Spaß. Nee, wollt euch keine Freundin, wollt ihr nicht, oder so? Nee. Doch. Ja. Doch, aber der eine sagt nee, der andere sagt ja, doch. Ich auf keinen Fall nicht. Weil ich sag Geld. Ja, nicht, weil er mit ihr, weiß ich nicht. Oder mit der Sache, guckst du gar nicht. Was ist das denn dann? Was in der Küche wieder? Wie ist das bei dir? Mit mir? Ja, mit einer Freundin so. Ja, klar, wenn ich ja die richtige habe, ja, also, die man vertrauen kann und irgendwie nicht bei in Musik, also stört. Renn weg schnell! Wegrennen! Ich bin mir noch eine Liebe. Klappe schlicht. Klappe. Ja. Bei mir? Was ist? Ja. Sag du, so was. Ja, bei mir, also. Ich meine, wenn ich einen habe, okay, ne? Aber ich meine, wenn ich keinen habe, ist das besser, weil. Ich muss jetzt im Moment sehr viel reinmachen mit der Gitarre. Und wenn man dann eine Freundin hat, dann. Ob man will oder nicht, dann wird man so und so abgelenkt von der Gitarre und auch von der Musik. Aber anderes zu tun hat. Ja, genau. Rumgehen. Also man kann sich ja nicht so gut konzentrieren auf die Musik und so. Also ich würde sagen, Musiker soll bisher keine Freundin haben, echt. Geht aber ab. Was ist für euch Freundschaft? Also Freundschaft, ich meine, da gibt viele Freunde, ne? Ich meine, da gibt Freunde, die treffen sich und sind den ganzen Tag zusammen und erzählen sich auch einiges. Aber bei uns ist das, glaube ich, keine Freundschaft mehr. Wirklich, da kann man schon mehr sagen, mehr wie Bruderschaft, schon wirklich jetzt, mal Spaß beiseite, echt. Schon mehr wie Bruderschaft, wirklich, weil da steht ja ein Problem, ist egal, was für ein Problem, ob zu Hause, schon oft damit, ey. Ob zu Hause oder hier, dann reden wir darüber und dann versuchen wir auch die Sachen so klarzustellen. Was ich glaube, andere Kollegen überhaupt nicht machen und auch Themen, die einen normalerweise auch Kollegen überhaupt nichts angehen. Also, die sind auch. Man kann nicht Kollegen sagen. Echt nicht. Ist mehr wie Kollegen. Und jetzt, was macht er jetzt so? Ich meine, wenn nichts mit Musik ist? Also, was macht er denn zur Fahrt? Auto, Schule? Ja, genau, das stimmt. Durch die Gegend, glaube ich. Ha? Ja. Ist das schön,
Karten. Ja. Haben Sie ihn gar nicht mehr wiedererkannt, oder wie? Nee, den habe ich nicht mehr wiedererkannt. Ich dachte, wäre Roberto. Toll. Das spielst du auch jetzt. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Vor kurzem kam ich doch noch immer hier den Weg vorbei. Ja, vor ein, zwei Monaten. Ja, dann warst du immer, wir haben hier immer im Glauben, da der Roberto gesehen. Ich dachte, sie haben mich sofort wiedererkannt. Ja, uns kennt sie ja auch, aber wir dich nicht. Aber bist ein netter Junge, wie der Roberto. Mhm. Hast du denn Naturhaare? Ja. Nee. Tschüss. Tschüss, aber, tschüss. Vicente. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Dominik, der will uns durch die Laube gehen. Hm? Der will uns durch die Laube gehen. Nicht reden. Aber sie hat ja lieber unterhalten, oder? Ja, ja. Ja. Mhm. Wir sind ja erwachsene Leute schon. Ah, ah. Ja. Ah, Dominik. Wieso, wie früher du warst, Jung? Was hast du alles getrieben schon hier drin? Auf der Scheibe, Tische sind in vier, fünf Beteiligte. Ah. Die ganze Brücke werden wir sauber, nichts mehr. Hör mal zu, dafür bist du der Vater. Ja, ja, bin ich Vater, aber nicht zu sauber. Für du bist auch zuständig. Ah, ah. Nein. Wie? Dominik. Schau mal, alle selbst ein bisschen mal, jetzt ist genug. Wir sind ja schon erwachsen, jetzt schon. Genau. Ja. Wir machen noch keinen Kurs zusammen. Ganz ruhig, das ist gut. Herr Fioretti. Nein. Ja. Nein. Vater, ja, ne? Nein. Ja, mal, bitte. Ja. Nimm mal eine Chance, sobald wir einen Fehler machen. Sobald keine Scheibe mehr dran ist. Du hast wieder geht, ne? Ja, wie wir 3 Jahre auf Probezeit. 3 Jahre? Sagen wir 1 Monat auf Probezeit. Ein Monat. Ja, sag ruhig, 1 Monat auf Probezeit. Welche Jugend? Hä? Sag mal. Erste Beschwerde raus. Bei erster Beschwerde können wir... Das ist ja, komm. Hä? Sei auch ein bisschen menschlich. Sag. Ja, ja, Mann. Du musst ja noch mal draufschlagen. Ja. Die macht kein Mist. Vertrag unterschreiben. Mhm. Ein bisschen Unkraut raus. Eine Chance muss er geben, du kannst die Jungen heutzutage auf die Straße herumlaufen. Ne? Ja, ich habe jahrelang gemacht. Muss Maria sofort die Radisse wegnehmen, sonst ist sie nicht mehr da. Ja, da kann er zu mir kommen. Da ist er bei mir genug. Das ist schön. So, alles vorbei. So, bleib noch ein bisschen. Ja. 10 Meere. Och, wem du eine Mark. Ich muss ja mein Bier selber bezahlen. Bei dir auf Besuch kommen und selber Bier bezahlen. Ja, mein Lieber, das sind die alten Kumpels. Bist du nicht zufrieden? Nie. Naja. Haben Sie früher zusammen gearbeitet? Ja. Auf einer Zeche oder wie? Ja, ja. Auf ja. Welcher Zeche haben Sie denn gearbeitet? Ja, Fritz Heinricher ist. War. Seite 73 ist zu. Und auf einer Hausnummer gewohnt. Ja. Wie im selben Haus gewohnt? Bitte? Im selben Haus gewohnt? Ja, ja. 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 Aber in verschiedenen Räten besoffen. Ja, Dominik. Ja, ja. Ja, war aber waren Zeiten besser wie heute. Ja, da war schöne Zeit. Auf Zeche wir war so eine Truppe. Eine Truppe, aber schön. Alle zusammen gearbeitet. Mal da Fehler was, komm ich helfen. Und die da oder so. Ne. Aber heute, ne, jeder für sich. Jeder für sich. Ja. Ah, jetzt kommt der Säufer Nummer 1. Ja. So, bis nachher. Wohin? Ich nahm noch die. Nein, was soll ich? Wo willst du noch? Die raten alles auf. Och, die Claude kann ich nicht. Ja. Mal hier, raten auf. Hier, das ist jetzt
Mach zu, die Jacke. Ja, Deutsche Bier, ist gut. Ja. Deutsche Bier, ja. Ich weiß nicht, also wo ich früher jünger war, also das war bestimmt bei denen auch, da war er auch sehr stark mit der Musik schon da. Und das hat irgendwie von klein auf dem Fall hier irgendwie, Essen ist ja schon immer so eine Stadt gewesen. Und dann haben wir nur so was gelernt und irgendwie, also ich selbst kann mir irgendwie gar nichts anderes vorstellen, als Thrash oder Punk zu spielen oder zu hören. Weil ich davon klein auf hab und ich hab ja schon in mir, also irgendwie halt zu hören. Wenn da irgendwie Leute kommen, ja, wieso hörst du sowas nicht an? Das sag ich einfach, weil Dreck ist für mich. Mein Bruder war schon immer mein Vorbild. Also er hat mir immer irgendwie als Vorbild, habe ich mir den genommen und habe irgendwie auch dann angefangen, nachher zufällig auch Bass zu spielen. Willst du denn auch Musiker werden? Ja, auf jeden Fall. Ich will irgendwie versuchen, Musiker zu werden, weil die Leute in meinen Augen haben es gut. Also können wenigstens beweisen, was sie haben. Nicht wie andere Leute. Gehen 50 Jahre arbeiten und haben nichts davon. Haben Knochen kaputt und so. Das ist nicht gut. Was haben die nicht. Denn, Musiker? Also was reizt dich daran? Weiß ich nicht. Die können machen, was sie wollen. Die können aufstehen, wann sie wollen. Können im Bett gehen, wann sie wollen. Können saufen, können das und das, was eben normale Arbeiter nicht machen können. Das ist sehr gut. Interessiert mich. Anti-Alkohol-Lied, Menschenquäler, Anton B., dreckige Umwelt, Eunuchenfeier, Waldspaziergang, Schocker, reiche Barone sind da. In was geht's in dem Stück Reich, aber ohne? Reich, aber ohne, der handelt von so einem reichen Mann. Und er glaubt natürlich, er könnte alles haben, aber eins hat er nicht. Was kein denn? Zinssoldaten, Alter. Kein Zinssoldaten. Hosenmäßig. Was ist damit nicht verstanden? Hosenmäßig. Was meinst du denn? Zinssoldaten. Elf den Finger. Ja, ein Mann hat eigentlich ein... Drei Beine, zwei Augen und noch was. Und das hat der Typ eben nicht und kann also etwas nicht machen. Also sich mit Weiber... Naja, ne? Okay, ja. Aber ich bin auch gerade, ne? Damit vor du, dass wir jeden reinkriegen. Hast du nichts gebunkert an Getränke? Creator geht auf Tour. 25 Konzerte in 30 Tagen kreuz und quer durch Europa. Am selben Abend geben Rafa und Anton B. ihr erstes Konzert in der Zeche Karl. So viel Cola noch? Ich will mal die Haare sauber machen von dem Eis. Tschüss. Müller, lauf mich mit. Tschüss, Anja. Tschüss.
Ciao! Wieso spielst du jetzt nur vier Lieder? Keiner weiß. Wie, keiner da? Nee, wie ist keiner da? Keiner, sind noch nicht geschlafen. Die haben keine Verordnung mehr. Wie, dann spielst du noch vier Lieder jetzt? Ja. Was hat der denn? Ach, ja, ich davon. Erstmal
so waren sie dann dran. Ich war total spitze und so. Paco war gut am Singen und Raphael hat auch gut gespielt und so. Und total, wie gesagt, gut angekommen. Und dann haben sie, dann haben sie gezeigt, wie ihr da auf einmal das rumgetanzt habt, ihr beiden. Und dann ihren Tito im Arm und dann ihren beiden Lochhauslehrer. Wir waren Lochhauslehrer, komm. Als das andere. Ah, da kommen die anderen. Habt ihr da unten geguckt, ob ich schon hier bin? Ja. Genau. Wollen wir die mal aufmachen? Ja. Sag mal, so richtig? Ja, ist da hoch. Ihr müsst ja beide hoch, sonst zieht ihr euch dann. Oh, alles, was da passiert.
da geht es so, dass manche Leute abhauen können von da, aber nicht. Und die sind noch immer da. Wenn voll ist, dann ist voll. Dann können sie nicht mehr abhauen. Ich kann das noch nicht überzeugen, sagen. Mecker, du doch mal über die Bühne, dann kann ich auch dafür eine Antwort vorgeben. Meine Güte, die Luft auf der Bühne ist ja schlimmer als in Pünn, da kannst du genauso gut im Lok fahren. Das ging einfach nicht mehr, weil das so viel ist, wenn man erst mal so dass sie dann erst mal sehen. Ich wollte aber nicht mehr laufen. Ich mache das.